Eine neue Woche mit Brisant, die mutet noch so ein bisschen herbstlich an, doch der Sommer soll ja noch mal wiederkommen in den nächsten Tagen. Und damit herzlich willkommen zur Sendung heute. Es passiert immer wieder, trotz Warnschildern, und doch wird es dann auch gemacht. Ein 14-Jähriger klettert auf einen Güterwaggon, kommt offenbar in die Nähe der Starkstromleitung und bekommt dann 15.000 Volt zu spüren. Sein Freund, der unten steht, muss alles mit ansehen. Eine dramatische Geschichte aus Troisdorf in Nordrhein-Westfalen jetzt. Hornissenalarm. In Dresden gab es mehrere Verletzte nach einem Angriff der eigentlich ja recht friedlichen Insekten. Was da genau passiert ist, gleich mehr dazu in wenigen Momenten. Zu unserem nächsten Thema. Wenn es zu einem Unfall kommt, dann sind es ja meistens die Rettungskräfte, die die erste Hilfe leisten und so auch Leben retten. Doch in Gelsenkirchen brauchte eine Rettungswagenbesatzung jetzt selbst Unterstützung, denn sie ist mit einem anderen Auto zusammengekracht. Das Einsatzfahrzeug kippte um, mehrere Menschen wurden bei diesem Crash auch verletzt. Und dramatisch waren der Abend und die Nacht auch für die Bewohner eines Hochhauses in Mailand. In dem 20-stöckigen Gebäude brach nämlich ein Feuer aus, das sich immer weiter... Achtung, Hornissen-Lebensgefahr. So hieß es gestern in Dresden tatsächlich, als mehrere Spaziergänger von einem Schwarm Hornissen dann auch angegriffen worden sind. Einige Spaziergänger bekamen sogar schwere allergische Reaktionen und mussten schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht werden. Doch warum haben die Hornissen so aggressiv reagiert? Das ist jetzt die ganz große Frage. Und wussten Sie, dass Hornissen streng geschützt sind und in einigen Bundesländern sogar Gefängnis droht, wenn man die Tiere tötet? Wir beschäftigen uns auch im Netz noch einmal mit diesen Insekten. Wie gefährlich sind Hornissen wirklich und wie schützt man sich am besten? Unter brisant.de erfahren Sie mehr dazu oder auch unter dem QR-Code, den Sie eben gesehen haben. Ins Ausland. 16 Jahre nach dem verheerenden Sturm Katrina hat vor allem der US-Bundesstaat Louisiana mit einem neuen Hurrikan zu kämpfen. Ida schwemmte ganze Häuser weg, deckte andere ab, entwurzelte Bäume und überflutete auch weite Gebiete. Mindestens ein Mensch starb, etwa 1 Million sind ohne Strom gerade. Testen, ein Wort, das wir fast täglich nutzen seit Corona, und ein Bild, das die meisten dann im Kopf haben, wahrscheinlich der Mund-Nasen-Abstrich. Nicht sehr angenehm für sehr viele, gerade auch für Kinder. Mit einem Lutscher soll das viel einfacher gehen jetzt. An einigen Hamburger Schulen wurde jetzt mit dem sogenannten PCR-Lolli-Test begonnen. Und sollte der erfolgreich verlaufen, sollen andere Schulen folgen. Ja, Lolli-Test und Co. Wie funktionieren die einzelnen Tests eigentlich, die bei Kindern eingesetzt werden? Und wie gut sind sie? Wir nehmen im Netz Lolli-Test, Spucktest und auch Google-Test unter die Lupe, genau wie immer auf brisant.de bei uns. Bleiben wir noch so ein bisschen beim Thema. Bundesweit gilt ja die 3G-Regel. Also, man sollte geimpft, genesen oder auch getestet sein, wenn man etwa in ein Restaurant geht. Aber wie lange wird das denn noch so sein? Denn Veranstalter und Gastronomen in Hamburg dürfen nun selbst entscheiden, wen sie reinlassen oder auch nicht. Die 2G-Regelung wurde dort beschlossen, mit der in öffentlichen Innenräumen nur noch Geimpfte oder Genesene zugelassen sind. Getestete müssen dann draußen bleiben. Im Gegenzug entfallen viele Corona-Beschränkungen, wie zum Beispiel auch Abstandsregeln. Ein Modell, das aber sehr, sehr heftig diskutiert wird in diesen Tagen. Eine Wanderung in Bayern endete für einen Jungen mit dem Sturz in die Tiefe. Unsere Kurzmeldungen jetzt. Warum Peter Maffay besonders gern für die Kleinsten liest gerade, verraten wir Ihnen gleich. Doch zunächst zu einer sehr traurigen Nachricht, die uns heute ereilt hat. Jetzt in Brisant Prominent mehr. Schauspielerin Heide Keller ist gestorben. Den meisten ist sie bekannt durch die TV-Serie Das Traumschiff. 38 Jahre lang hat sie die Chefhostess Beatrice gespielt. Ja, und dabei schrieb sie selbst auch mit am Drehbuch, entwickelte ihre Figur immer weiter und machte sie dann zu einer deutschen Kultfigur. Die ehemalige Königin von Griechenland wird heute 75 Jahre alt. Sie heißt Annemarie von Dänemark.
Ja, Sie haben richtig gehört, von Dänemark. Dort ist sie nämlich geboren, griechischen Königs, also sie hier. Und auch wenn das Paar 1967 gestürzt wurde, Annemarie von Dänemark führt trotzdem ein sehr glückliches Leben bis heute. Denn eins kann ihr zum 75. Geburtstag heute niemand nehmen, die Liebe zur eigenen Familie. Ist ja auch was. Und mit einem süßen Glückwunsch geht es hinein in unseren Promi-Netz-Report mehr jetzt. Manchmal macht man aus der Not eine Tugend. Bei Peter Maffay war das so. Seine Tochter Anouk war die Inspiration für ihn und seine Lebensgefährtin, ein Kinderbuch zu schreiben. Denn die kleine Anouk hatte immer wieder Probleme einzuschlafen. Und aus purer Verzweiflung ist dann die Idee entstanden, sich gute Nachtgeschichten auszudenken. Ursprünglich waren sie nur für Anouk gedacht. Doch jetzt sollen sie auch in anderen Kinderzimmern vorgelesen werden. Also ein neues Buch am Start und neue Musik gibt es natürlich auch. Dann schlafen Sie gut ein, aber später erst und verschlafen Sie uns vor allem nicht. Morgen, Punkt 17.15 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen auch wieder mit dabei sind. Ihnen einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.